Hallo, ich grüße euch zum Teil 10. Ich hatte im letzten Teil schon angerissen, dass wir uns heute mal etwas näher mit dem Personalausweis und den rechtlichen Folgen befassen wollen. Zunächst muss man erst mal wissen, wie ist es denn mal entstanden? Also wir hatten, ich kann jetzt nur von mir reden, wir hatten damals ja erzählt gekriegt, der Personalausweis würde im Prinzip eine Art Passfunktion haben. Ne? Also man hat immer gesagt, wenn du das und das tun willst auf den Behörden, dann brauchst du einen Personalausweis. Das wäre auch Pflicht. Ja, gut, das ist das, was man uns erzählt hat. Und wir haben natürlich herausgefunden, dann im Laufe der Zeit, dass das eine Täuschung ist und dass das eigentlich Täuschung im Rechtsverkehr eine Straftat ist, die aber von den Alliierten ja nicht verfolgt wird. Und das ist das eigentliche Problem, dass die Leute irregeführt werden über das, was wirklich ist. Ne? Wir haben ja erfahren aus der Presse und auch aus den Medien, Fernsehen und so weiter, dass es eine sogenannte Wiedervereinigung gegeben hätte. Aber man hat uns nicht erzählt, was denn wiedervereinigt worden ist. Also wiedervereinigt wurden Wirtschaftsgebiete. Wirtschaftsgebiete sind Bereiche, die sich Firmen aufgeteilt haben, dass sie sich in die Arbeit reinteilen. Also wenn er zum Beispiel ein Auto fährt, dann hat eben der Autohersteller für bestimmte Bereiche, Südost, Nordost, Südwest, Nordwest, bestimmte Vertreter eingeteilt, die das Gebiet betreuen. Und wenn ein Vertreter ausscheidet, dann machen die eine Vereinigung dieses Wirtschaftsgebiets. Ne? Dann macht eben einer den ganzen Süden und die anderen zwei teilen sich in Nordost rein. Ja. Das wäre eine Vereinigung eines Wirtschaftsgebietes. Da kann man nicht erkennen, dass dann irgendwas das mit dem Staat zu tun hätte. Das ist einfach nur ein Zusammenschluss von einem Wirtschaftsgebiet. Ne? Und was anderes ist es nicht. So. Alles, was den Besatzer an uns interessiert, ist unsere Wirtschaftskraft. Die Fähigkeit, dass wir durch die erweiterte Produktion Werte schaffen, indem wir also arbeiten gehen, indem wir Dienstleistungen erbringen, indem wir Wasser verbrauchen, indem wir Strom verbrauchen. Wir sind für die nichts anderes als eine, man kann sagen, im Sinne des Matrix-Films Batterie, ne? Die dann durch ihr Leben und durch vielleicht auch etwas Wohlstand, ne, Luxus im Besonderen. Ja, Luxus zeichnet sich ja dadurch aus, dass der Zugewinn an Lebensqualität unverhältnismäßig klein ist im Vergleich zu den Kosten. Ne? So, man kann also, wenn man es versteht zu leben, auch mit relativ geringen Mitteln ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Und das lernt man spätestens dann, wenn man aus irgendwelchen Gründen aus diesem Hamsterrad ausgestiegen ist oder aussteigen musste. Und das passiert vor allen Dingen dann, wenn Willkür gemacht wird. Ne? Also die ersten Sachen erlebt man vielleicht, wenn man irgendwie eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, wobei man also sagen muss, was ist es denn? Ja? Da erleben die meisten die Konfrontation, weil die eben die 20 Euro, was eben zu viel ist, dann im Internet suchen und feststellen, ui, da gibt es ja gar keine richtige Rechtsgrundlage. Das Ordnungswidrigkeitsgesetz ist ja eigentlich nur eine Vorschrift, die der Bund für sich selbst erlassen hat, damit auf seinen Immobilien und Besitztümern eine gewisse Ordnung herrscht. Ne? So, und da muss man sagen, na, was geht das mich an? Ne? Es geht genau dich was an, wenn du Personal bist, und zwar Personal dieses Bundes. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo man sagen muss, holla, wie kann denn das sein? Ich habe keinen Arbeitsvertrag, ich habe keine Belehrung über die Rechtsfolgen ab. Mir ist einfach erzählt worden, ich bräuchte diesen Personalausweis. Einfach um Bankgeschäfte oder Arbeitsplätze oder wie auch immer zu beanspruchen, beziehungsweise auch zu nutzen oder geschäftliche Tätigkeiten. Das ist aber alles eine Lüge, weil im Gesetz steht es anders. Ne? Da steht zum Beispiel im Personalausweisgesetz die Ausnahmeregelung, dass derjenige keinen Personalausweis braucht, der einen Pass hat. Dann ist die Frage, was ist ein Pass? Und ist denn das, was uns als Pass verkauft wird, wirklich ein Pass? Jo, das ist eine interessante Geschichte. Also,
Das, was wir unter Pass verstehen, ist im Prinzip nichts anderes als ein Passierschein für die Besatzungszone. Und zwar aufgrund internationaler Absprachen, dass eben mit diesem Dokument des rot-braunen Reisepasses andere Länder Touristen reinlassen und wieder rauslassen. So. Es ist aber so, dass an diesen internationalen Abkommen die Tourismusindustrie interessiert ist und eigentlich nichts anderes macht, als zu sagen, naja, die lassen wir auch mit rein, die bringen uns Umsatz für unser Land, aber einen wirklichen Pass haben die eigentlich nicht. So, warum? Naja, weil die Europäische Union nichts anderes, rechtlich nichts anderes ist als eine Bank. Ne? Eine Bank, die ein Parlament hat, aber eben so groß und wirtschaftlich interessant ist, dass eben andere Staaten sagen, okay, wir erkennen diesen Pass eben als Reisepass an. So. Und damit gibt es keine Probleme bei der Abfertigung am Zoll oder Flughafen, wie auch immer. So, das ist alles. Aber das hat nichts mit irgendeinem Pass eines Staates zu tun. Weil man muss sich überlegen, in Deutschland ist der Staat definiert über das Staatsangehörigkeitsgesetz. Und dort steht drin, dass das Ausfertigungsdatum der 22.07.1913 ist. Das ist der Zeitpunkt, wo der Staat definiert ist. So, und da weiß man, dass wir hier nicht in der Bundesrepublik sind, wenn wir einen Staat meinen, sondern dass wir dort im Kaiserreich sind. Auch nicht in der Weimarer Republik, auch nicht im Nationalsozialismus, sondern Kaiserreich. So, wir würden fragen, ich sehe ja, wenn ich Fernsehen gucke und wenn ich Zeitungen lese, höre und sehe ich nie was von dem Kaiser. Das ist verständlich, aber es liegt einfach daran, dass die Weimarer Republik den Kaiser weggeputscht hat. Zum Teil lag es an den schleppenden Verwaltungsvorgängen, die damals halt nur deswegen entstanden sind, weil man eben den sogenannten Busfaktor nicht berücksichtigt hat. Ja, Busfaktor ist genau die Zahl der Menschen, die vom Bus überrollt werden können, bis Geschäftsvorgänge stecken bleiben. Ja, das ist ein scherzhafter Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre. Und wenn also der Chef alle Aufgaben auf sich gezogen hat und der vom Bus überrollte, stehen alle Geschäftsverfälle. Ja? So. Deswegen gibt es auch Stellvertreter und da gibt es auch Stellvertreter vom Stellvertreter. Und wenn man sich vorstellt, wie groß das Deutsche Kaiserreich war, kann man sich vorstellen, wenn das alles so stark zentralisiert ist, dass gewisse Verwaltungsvorgänge einfach verschleppt wurden. Weil gedacht werden muss, man muss alles von oben zentral steuern. Und das war auch der Grund, weshalb die Probleme aufgetreten sind. Nun kann man sich auch vorstellen, dass durch die Kriegswirren im Prinzip der ganze Staatsapparat in dem Sinne wie gelähmt war. Ja. So, wie es zum Krieg kam, habe ich schon erklärt, ne, sind wirtschaftliche Interessen gewesen. Es ging überhaupt nicht um die politische oder völkerrechtliche Stellung von Deutschland, auch nicht vom Kaiser, sondern einfach nur um seine Wirtschaftsmacht. Es war also damals so, dass also, wenn jemand eine wissenschaftliche Arbeit machen wollte, musste sie in Deutsch publizieren. Ne? Sonst hat die gar keiner für ernst genommen. Ja, so eine starke Stellung hatte das. So, und in Amerika war es ja so gewesen, dass es bis auf ein oder zwei Stimmen daran gescheitert ist, dass Deutsch dort Amtssprache geworden wäre in den USA. Ne? Also so einen wirtschaftlichen Einfluss hatte das gehabt. Und das hat irgendeine kleine Industrielle gestört, Wirtschaftsvereine und Banken, und die wollten etwas dagegen unternehmen und wollten eben aus der zweiten oder dritten Reihe der Weltwirtschaftsstaaten Deutschland zerschlagen. Um was anderes ging es nicht. Ja, an dem österreich-ungarischen Thronfolger, wo dann dieser Anschlag stattgefunden hat in Sarajevo, das war dann einfach nur der Zündfunke, und dann ist eben die Frage, hat die österreich-ungarische Monarchie in dem Fall richtig reagiert? Und da würde man aus heutiger Sicht sagen, nein. Ja. Wir haben also verschiedene Attentate gesehen, die in verschiedenen Ländern eben durch Terroristen verübt worden sind. Und hätten die jedes Mal einen Weltkrieg angefangen, da wird man aus dem Pulverdampf gar nicht wieder rauskommen. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die durch Terroristen oder eben durch Verschwörer dazu führen, dass Menschen zu Tode kommen, dass sehr, sehr großer wirtschaftlicher Schaden entsteht. Und das ist eben dadurch, dass die Menschen aufgehört haben, sich auf den einfachen zwischenmenschlichen und völkerrechtlichen, Absprachen herauszulösen und alles
irgendwelchen Firmen und Staatssimulationen zu überlassen. Und dadurch kommt es natürlich dazu, dass Unrecht geschieht. Ja. Es gibt eine Definition von Faschismus, die besagt, wenn der Kommerz, also das wirtschaftliche Unternehmen, die Politik bestimmt, dann ist es Faschismus. Ne? Die Definition stammt von Mussolini und wenn man sich die europäischen Staaten anguckt, haben die alle eine faschistische Organisationsstruktur, weil dort überall dieses Kapital und die Wirtschaft, die Politik bestimmt. Und es ist auch in der Bundesrepublik nicht anders. Und dort ist es aber so, dass es ausdrücklich auch vom Grundgesetz her eine Verbindung bis zum Nationalsozialismus gibt. Es werden heute noch 17 Gesetze aus dem Nationalsozialismus fortgeführt. Man wird getäuscht mit der Staatsangehörigkeit. Die Staatsangehörigkeit, die man auf dem sogenannten gelben Schein erteilt bekommt, ist eine nationalsozialistische, ungültige Staatsangehörigkeit. Ne? Man muss ja wissen, wie die Staatsangehörigkeit zustande kommt. Die Staatsangehörigkeit in Deutschland ist definiert durch die Geburt in einem Bundesstaat. Also wer Deutscher in einem Bundesstaat ist, hat die Staatsangehörigkeit dieses Landes. So. Und dann muss ich überlegen, welcher von den 26 Bundesstaaten trifft für ihn selber zu. Und im Prinzip müsste in dem Pass oder auch in einem Reisedokument müsste diese Staatsangehörigkeit stehen. Also in meinem Ausweis müsste stehen Sachsen. Ja, nicht Freistaat Sachsen, nur Sachsen. Und damit ist der Bundesstaat Sachsen genannt. Denn die haben früher, wenn sie die Passdokumente ausgestellt haben, kann man sich in alten Museen oder auf alten Fotos mal kundig machen, da stand in Baden oder Sachsen drin. Da hatte man nicht Bundesstaat hingeschrieben. Es war jedem klar, es ist der Bundesstaat, wenn das dort die Bezeichnung drin steht. So, und jetzt ist die Frage, warum hat man verhindert, dass das auch heute noch die Staatsangehörigkeit bestimmt? Und das hängt einfach damit zusammen, die sich heute Staatsanwälte, Richter oder Beamte oder sonst wie nennen, die müssten vom Kaiser eine Ernennungsurkunde bekommen haben. Und das haben die alle nicht. Es gibt keinen Beamten oder öffentlichen Dienst überhaupt nicht, der ordnungsgemäß bestellt ist. Weder Gutachter noch Leichenbeschauer, die haben alle nur eine Firmenzugehörigkeit, einen Dienstausweis. Aber es gibt keine Beamten mehr. Und man hat zwar in der alten Bundesrepublik früher noch sogenannte Amtsausweise ausgegeben, um eine sogenannte Amtlichkeit zu simulieren, aber wir leben alle hier zwangsweise in einer Staatssimulation. Und zwar deswegen, weil das sogenannte Wohlstandsheuchlertum durch ihre Passivität denen das immer wieder erlaubt. Und zwar nimmt es einfach daraus, dass ein ungültiger im Sinne des Wahlgesetzes oder des Staatsangehörigkeitsgesetzes ungültige Wahlen produzieren und aufgrund dieser Wahlen Notstandsleiter wählen. Das Wahlverfahren von Notstandsleiter ist ja nicht festgelegt. Ja, das war auch damals im Kaiserreich nicht so. Ja, und man täuscht dann drüber hinweg. Man tut dann so, als wäre der Bund die oberste Behörde. Aber wenn man genau nachguckt und das nachprüft, stellt man fest, dass der Bund nichts anderes ist als ein Verein. Und zwar ein politisch tätiger Verein, der die Rolle des Notstandsleiters übernimmt. So, Notstand haben wir deswegen, weil wir eine Verfassung haben, aber die Verfassung nicht durchgreift, weil wir eben unter Besatzung stehen. Und wir stehen unter Besatzung, weil die Leute sich hier nicht wehren. Und weil sie ständig beim Besatzer einkaufen gehen. Und wenn ich also dem Besatzer Umsatz mache durch meinen Lebensstil, weil ich eben bestimmte Waren aus diesem Wirtschaftsgebiet beziehe, dann ist das für den Besatzer lukrativ und dann bleibt er noch ewig. Ja. Muss man sich einfach überlegen, ne? Inwieweit man selber das fördert. Man muss ja wissen, dass viele sogenannte deutsche Firmen lange schon nicht mehr von deutscher Hand verwaltet werden, sondern dass da einfach ausländische Staaten dort die Hand drauf haben und dort das Kapital rausziehen. Ja, muss man einfach sich mal informieren, wer der Geschäftsführer ist, wo das Geld fließt und so weiter. Und da stellt man fest, dass hier fast nichts mehr hier in dem Land bleibt, wenn man denkt. Aber sicher ist, wenn man also hier im regionalen Einzugsgebiet einkauft, dass der Bäcker vor Ort oder der Fleischer vor Ort oder der kleine Laden, dann bleiben die Gewinne hier. Während, wenn man eben ein etwas günstigeres Angebot wählen will und bei den großen Supermarktketten einkaufen tut, dann reicht man das Geld im Prinzip an andere Staaten. Und das führt dazu, dass die Besatzung im ungünstigsten Fall noch ewig geht. Ja. Und das Einzige, was hier diesen Wahnsinn stoppen kann, ist eigentlich der Euro-Untergang. Da erwarten wir, dass es noch 2015, Ende des Jahres, passiert. Und dann muss dieses Wirtschaftssystem eh neu gestartet werden, weil das Vertrauen in die Papiergeldwährung dann einfach nicht mehr vorhanden ist. So, jetzt ist die Frage,
Wie steigt man aus, ohne dass man selber im Prinzip ja, einen wirtschaftlichen Barklatscher hinlegt? So, dazu muss man wissen, es gibt ein Passgesetz und es gibt ein Personalausweisgesetz. Das sind zwei verschiedene Gesetze und nach dem Personalausweisgesetz ersetzt der Reisepass den Personalausweis. Und zwar genau dann, wenn eine sogenannte Meldebescheinigung oder bei manchen heißt auch erweiterte Datenauskunft, wie auch immer. Und diese erweiterte Datenauskunft muss die Gemeinde kostenlos erbringen, weil das die Auskunft über einen selber gespeicherten Daten sind. Und dort steht also der Wohnort drin, dann steht eine leider gefälschte Staatsangehörigkeit drin, denn die Staatsangehörigkeit kann nicht deutsch heißen, weil nach Staatsangehörigkeitsgesetz sind die Bundesstaaten dort benannt. Und wenn dieser Bundesstaat in dem Melderegister nicht drin steht, haben wir eine Manipulation des Melderegisters, das ist eine Straftat. Dafür stehen die Landräte und auch die ja, Leiter der Meldebehörden persönlich vollumfänglich ein. Denn Notstandsleiter dürfen auch nur nach den Gesetzen des Staates agieren. Und zwar nicht des Bundes, nicht irgendwelcher Verwaltungsorganisationen, sondern die haben sich an die Gesetze des Staates zu halten. Das heißt, die Staatsangehörigkeit darf der Besatzer nicht ändern. Wie weiß man, dass Amerikaner sich grundsätzlich nicht an die Rechte des jeweiligen besetzten Landes halten, sondern einfach uns in Unrecht überstülpen und dieses Unrecht dann auch durchziehen mit militärischer Gewalt, mit Verdummung über die Medien, dass die Medien uns erzählen, wir hätten also hier demokratische Rechtsstaaten. Den demokratischen Rechtsstaaten hatten wir seit dem Sturz des Kaisers nicht mehr. Das ist einfach so. Ja, da brauchen wir erst der Europäische Menschengerichtshof darüber entscheiden, Selim Somuli gegen BRD, kann man ja mal nachlesen, interessantes Urteil, wo eben der Bundesrepublik bescheinigt wurde, dass er kein Rechtsstaat ist. Ja, und seitdem hört man auch nichts mehr in Medien, dass wir hier von einem rechtsstaatlichen Verhältnissen reden, sondern wir haben also nur noch Willkür. Das führt dazu, dass zum Beispiel Urteile nicht unterschrieben werden und trotzdem vollstreckt werden, dass die Richter und Staatsanwälte die Rechte der Betroffenen beugen, da die Staatsanwälte kein zweites Staatsexamen nachweisen können. Wir hätten es also vom Kaiser bekommen müssen, ebenso wohl die Rechtsanwälte auch kein zweites Staatsexamen. Also müssen wir bedenken, was für das jeweilige Gericht gültig wäre. Ja. So, dann haben wir die ganze Klientel der damals in der DDR tätigen Rechtsanwälte und Staatsanwälte, die alle hier in der Bundesrepublik nicht praktizieren dürfen, also keine ordentliche Zulassung bekommen. Das ist eigentlich ein unmöglicher Zustand, weil die haben ja das Wissen und haben ja auch den Anspruch, dass sie gerecht urteilen wollen, weil sie es so gelernt haben von der Wiege auf und die heutigen ja, sogenannten Staatsanwälte und Bundesanwälte, was es da alles gibt, eigentlich nur noch Gewinnmaximierung machen. Und da gibt es auch einen Verein, wo die alle organisiert sind, die ganzen Richter, Rechtsanwälte, und in dieser Vereinssatzung steht drin, dass jedes Mitglied zur Gewinnmaximierung verpflichtet ist. Da geht es also nicht um Recht, da geht es nicht um die Herstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, sondern nur darum, maximalen Gewinn zu erzielen. Und selbst bei banalen Verfahren werden die Verfahren gesplittet. Es wird eine Scheingerichtsbarkeit den Leuten aufgezwungen. Und wer sich da nicht auskennt und nicht zu wehren weiß, der kommt hier unter die Räder. So. Man wird also durch die eigenen Anwälte sozusagen verraten. Man nennt das auch Parteiverrat. Das ist also eine schwere Straftat. Und im besatzungsrechtlichen Zustand haben wir also hier eine Ausplünderung, weil ja mit diesen Tätigwerden der Anwälte und Staatsanwälte auch eine Kosten verbunden sind und die Kostennoten führen zur Plünderung im Feindstaat während des Waffenstillstands. Da muss man sich vorstellen, was ist es? Früher, zu Zeiten der Wehrmacht oder der König- und kaiserlichen Armee, wurden also ja, Hochverratsverfahren, militärische Hochverratsverfahren schon dann vollstreckt, wenn jemand in einem besetzten Land dort unerlaubt Kirschen gepflückt hat. Ne? Da kam also das Standgericht und da wurde auch kurzer Prozess gemacht. Da gab es auch keine Gefangenen. Die wurden einfach erschossen. So. Und heutzutage ist also dieses Unrecht, was hier in diesem Land begangen wird, nahezu grenzenlos. Kaum jemand wird bestraft. Den Leuten wird Schaden zugefügt. Den Leuten wird erzählt, dass es hier ein reguläres Rechtssystem gäbe. Das kann es nicht geben. Man muss sich überlegen, wie Mitteldeutschland steht unter dem Ordre Public. Ordre Public ist ja ein Gesetz, was heißt, dass die Gesetze oder die Gerichtsverhandlungen in einem anderen Staat schon stattgefunden haben und dann dieses Recht hier vollstreckt wird. So, da muss ich überlegen, wenn man jetzt eine UBIK begangen hat oder man hat
ein Gerichtsverfahren laufen, wo also dieser Ordre Public durchgreifen müsste, dann müsste man ja eigentlich in dem anderen Land schon einmal eine Verurteilung gehabt haben. Aber das kann ja nun nicht sein, weil man ja gar keine Ladung hatte. Wir müssten in Mitteldeutschland nach Frankreich vor Gericht geladen werden, dann müsste dort der Richter von Frankreich uns verurteilt haben und dann wurde hier in dem Ordre Public das vollstreckt. Ne? Es gibt also da so das schöne Schreiben des Landratsamts Demmin, wo also auch bestätigt wird, dass Mitteldeutschland im Ordre Public steht und nicht im Grundgesetz. So, jetzt ist die Frage, wie kann denn ein Gericht getagt haben und Urteile gefällt haben, weil man gar keine Ladung bekommen hat? Es würde natürlich jedem sofort auffallen, wenn in Frankreich irgendjemand hier laden würde, um eine Sache zu verhandeln, die hier im Besatzungsgebiet stattgefunden hat. So, das kann man also komplett ausschließen. So, das heißt, die inländische Gerichtsbarkeit ist eh nur staatssimuliert. Das heißt, wir haben also hier nur Friedensrichter oder wir haben ja eine Scheingerichtsbarkeit. Das heißt, der Ordre Public kann ja theoretisch gar nicht greifen, weil ja das Gericht im Ausland gar nicht getagt hat. Ne? Und wir selber ja auch nicht im eigenen Ausland sind, sondern wir sind ja Bewohner des Bundesgebietes. Da ist es unerheblich, ob die Gemeinde uns die Staatsangehörigkeit des Bundes bestätigt hat oder nicht. Das ist völlig belanglos. So, jetzt ist die Frage, nachdem euch der Kopf schwirrt und ihr die ganzen Sachen gar nicht so richtig verarbeiten könnt, kann ich euch nur noch mal ins Herz legen, guckt euch die anderen Teile auch an, versteht das, wie das zusammenhängt. Wir leben in einer Staatssimulation. So. Aufgeführt wird eine Zirkusnummer vom Zirkus Busch, und zwar so flächendeckend, dass wir denken, es ist ein Staat. Aber es ist nichts anderes als Kunst- und Politikdarsteller, und was anderes ist es nicht. Ja. Und dann wird eben den Leuten handelsrechtliche ja, konkludente Verträge untergelegt und darauf, dass die darauf reagieren, leitet das Gegenüber sozusagen einen gültigen Vertrag ab und versucht dann Unrecht zu vollstrecken. Und das ist das. Und da muss man einfach aussteigen, wenn man das sich genau überlegt hat. Das bedeutet, man müsste sozusagen den Personalausweis in der richtigen Reihenfolge und in den richtigen formalen Abläufen abgeben. Und das werde ich jetzt gleich erklären, wie das geht. Es ist keine Aufforderung, unnötigerweise aus dem System auszusteigen, aber die Aufforderung, die Vorbereitung dafür, dass es im Falle eines Falles schnell geht und unkompliziert ist, das sollte man tun, weil man, wenn man rechtzeitig vor dem Greifen des ESM ausgestiegen ist, natürlich auch die europäischen Schulden nicht mittragen muss. Ja, und derzeit ist es so. Also jeder, der einen Personalausweis hat, haftet für die Schulden der gesamten Union. Komischerweise haftet man nicht, wenn man nur den Reisepass der Europäischen Union nimmt, weil, hatte ich gerade erklärt, der Reisepass nur der Passierschein der Besatzungszone ist. Und an Passierschein hängt nun mal keine Personaleigenschaft. Dass die Namensschreibung auch im Reisepass nicht den Anforderungen des Passgesetzes genügt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber was erwartet man denn von einer Simulation? Erwartet man denn von einem Kabarett oder von einem Zirkus, dass er die reale Welt widerspiegelt? Ist doch alles nur Show und Betrug. Ja? Es wird der Slogan vollstreckt, du sollst durch Täuschung sollst du den Gegner besiegen. Das ist der alte Spruch von Mossad. Und der wird hier einfach gemacht. Ne? Die Leute werden also so schon von klein auf ja, dumm gehalten. Und es ist auch so, dass das Ausland über uns witzelt. Aber wie ihr an meiner Person seht, gibt es deswegen Leute, die sich auskennen und die da auch fit sind und die sich da auch nicht täuschen lassen. Ja? Erfordert natürlich einen ziemlichen Zeitaufwand, sich da einzulesen und das alles genau anzugucken. Aber mit etwas Übung und mit etwas kritischem Sachverstand kommt man eigentlich hinter diese ganze Betrügereien relativ schnell. Und man merkt auch, wie sie ineinander verzahnt sind, wie eins miteinander zusammenarbeiten und dass das alles ein einziger Logenfilz ist, was hier in diesem Land passiert. Und wenn man das verstanden hat, weiß man auch, wo dieses sogenannte Gericht, dieses deutsche Gericht tagt, das sind die Logen, die sich absprechen, also wo der Staatsanwalt und der Richter sich außerhalb der Gerichtsversammlung treffen und sagen, wir wollen diesen in jedem Fall entscheiden. Und
Die eigentliche Gerichtsverhandlung ist dann nur noch die Show, dass die Leute Klamm gemacht haben. Da wurde irgendeine Entscheidung getroffen. Nee, die Entscheidung ist eigentlich schon vorneweg gefallen. Und 98% der Angestellten bei Gericht sind alle in Logen organisiert. Muss man einfach wissen. So, es ist auch nicht verwunderlich, er braucht sich bloß einen alten Personalausweis angucken, dreht dann auf den Kopf. Auf der Rückseite des Personals ist der Baphomet. Der Baphomet ist das Logo der Weimarer Organisation. Wenn ich sowas auf einem angeblich staatlichen Dokument finde, weiß ich also, was das wirkliche Rädchen hinter diesem ganzen System ist. Ne? Das ist also nichts anderes als ein Logenfilz, der im organisierten Verbrechen steckt, weil die Logenorganisation geht bis 30. Grad, 33. Grad und im 6. Grad liegen Mafia und Kommunismus. Also brauchen wir nicht lange überlegen, wer wen kontrolliert, wo der Terror herkommt, wer hier Unrecht vollstreckt und welche Helfer hier mit involviert sind. Ja. Und da gehören also viele sogenannte humanitäre Organisationen dazu. Der Humanismus ist also nichts anderes als das Fahrgestell dieses Unrechtsstaates. Ja, da wird uns also irgendwas von Menschlichkeit und irgendwas erklärt, aber das ist alles nur Täuschung für Wohlstandsheuchler, dass sie eben nicht aufwecken. Ne? Und dass sie eben sagen, es geht noch ewig so weiter, der Euro lebt ewig, die Mauer steht ewig. Das ist also das, was hier gemacht wird. Gut, machen wir dann im Teil 11 das Verfahren und ich hoffe mal, ihr versteht das und könnt daraus Nutzen ziehen.